Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyrim ist zur Start und unsere kleine Runde Let's Play Titanfall 2. Und wir drücken weiter. Und gucken mal, was uns jetzt soweit noch weiter erwartet, weit geht's. So. Nee. Pindikus, Alter. Voll der Lauch. Ja, ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Wir haben ja beim letzten Mal 1,5 Stunden aufgenommen, weil ich eigentlich auch nie wusste, wann die Mission zu Ende ist. Und daher ging es irgendwie weiter und weiter und weiter und weiter. Naja, wir drücken A. In den Abgrund. Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Okay. Altbekannte Probleme mit dem Sound. Okay. Auf den BT rein. Hi BT. Hab dich vermisst. Aufpassen. Okay. Auf was denn? Auf die Soundprobleme? Ja, ich merke schon. Wir sind schon wieder zum Kotzen. Kommst du hoch? Jawohl. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Nice. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Gut. Das ist vielleicht die einzige Chance, aber ich sehe hier noch eine Chance. Was sehen wir denn hier? Tschüss. Boom. Die Scorch, Granatwerfer. Ja, jetzt nicht so unbedingt mein Fall, aber okay. Kann man mal behalten, die hier, ne? Würde ich sagen. Ash, ihr Blisk, komm, over. Hier ist Ash. Was gibt es? Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten, Captain Lestimosa, verantwortlich. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Bäume? Wir nehmen die Bäume mit. Ob ich irgendwas abkriege, wenn er jetzt im Baumreich runterkommt. So ein Zufall, es kommen keine Bäume mehr. Mal, haben diesen 15 Meter hohen Vieh nicht gesehen, die Gegner, oder? Also, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich nicht. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich nicht. Mensch gegen Maschine. Gegen Natur! Die Waffe ist auch ein bisschen besser. Macht ganz große Löcher. Auch wenn keine Gegner in der Nähe sind. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss hier raus. Ich muss hier irgendwas mal. Feuerstern. Mhm. Ich nehme mal eine andere Waffe mit, weil, ich nehme mal die alte Waffe hier mit. Das Granatwerfer hier. Hey, BG! Pilotensteuerung. Das ist Spitfire, ne? Hm, Spitfire will ich nicht. Komm, BT, wir gehen hier lang. Ach, ich mag dich, BT. Du bist tolli Olli. Wenn sie die alle aktivieren würden, hätte ich ein dickes Problem.
Silvester, BT, frohes Neues. Achso, der Grund, warum es jetzt noch kein Night of the Rabbit gibt, liegt daran, dass, ja! ja. liegt daran, dass ich alleine schon mit den anderen Spielen auf dem PC ein bisschen Probleme habe. Natürlich ist Night of the Rabbit kein Spiel, was sehr viele, sehr viel Bewegung interessiert hat in diesem Spiel. Aber ich möchte trotzdem einfach mal ein PC-Spiel auch einer oder wenigstens das PC-Spiel in einer Qualität haben, die vernünftig ist. Auch wenn meine Soundqualität nicht immer gut ist. Und wenn die Soundqualität nicht immer gut ist, soll wenigstens die Bildqualität halt entsprechend sein. Und das kann es halt nicht. Und daher möchte ich halt warten, bis ich den vernünftigen Prozessor habe, dass ich halt dann auch PC-Spiele ruckelfrei spielen kann. Und dass es dann da halt keine weiteren Probleme halt mehr für mich gibt. Jetzt reden wir doch mal richtig. Jetzt sprechen sie meine Spreaker. Ja, deswegen gibt es noch kein Night of the Rabbit, wie gesagt, weil ich jetzt noch ein bisschen warte, bis dies halt entsprechend gut aussehen kann. Ich hatte ja mit Guild Wars 2, das wisst ihr ja, habe ich ja meine Probleme gehabt. Mit Dark Souls habe ich jetzt beim Stream meine Probleme so ein bisschen. Dass meine Qualität halt richtig runterschrauben muss. Feindlicher Titan in Sicht, greife an! Bist du gut, was? Sieh ich mal. Schuss. Ich habe überhaupt keinen Schaden bekommen. Denn jetzt? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Feindheiten geordnet. Vorrücken und angreifen. Okay, jetzt bin ich sauer. Du bist sauer, ja? Du bist nicht gestorben durch meine Granaten. Sein System muss, ja GG, wir müssen uns aber ein bisschen aufgefahren. BT, BT. Ich hätte es nicht bemerkt, hätten einfach. Attackiere feindlich die Feinde. Aufschalten. Ja, so, als ob das jetzt was gebracht hätte mit den Viechern. Nice, schönes Ding. Einheiten zerstört. Ich brauche Verstärkung. Da ist deine Verstärkung. Gute Arbeit, Pilot. Ich weiß, danke. Fähigkeiten werden immer besser. Geht ab, hä? War jetzt auch nicht so schwierig. Ich glaube, jetzt müssen wir echt noch eine stärkere Schwierigkeitsstufe. Was ist das denn? Warum läuft denn das so dummisch? Das Titan Layout. Ja, oh, sieht aber relativ schnell, ja. So, haben wir jetzt die Brute bekommen. Raketenwerfer. Können wir jetzt einfach mal ausrüsten.
ist er zu 50% verliebt. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Mhm. Sie finden das Bedienfeld über ihr HUD. Cool. Da ist es. Oha, ich verlasse ihn mal kurz. Meine Fresse, verreckt doch. War jetzt nicht gerade edel, ich weiß. EVA, Automatic. Lastenaufzug aktiviert. Weiß ich, hab ich gemacht. Ah, Spitfire. Brauche Unterstützung. Warnung. Unbefugter Titan in Verladebucht 13 geordnet. Transferiere Titan zu Neuzuweisung. Ash an Kammer 3. Melde Sicherheitsverletzung. Verladebucht 13. Out. Roger, Kammer 3 unterwegs. Out. Ich kann mich nicht befreien. Cooper. Bleib ruhig, Digga. Ich mach das schon. Stopp. Bleib hier. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Nein, Meaty. Meaty 7274. Notfallfeed. Mission zu Pilot Cooper stoßen. Major Anderson finden. Achtung. Gefährliche mechanische Umgebung. Status Befreiung von Manipulator Manipulatorarm nicht möglich. Aktion startet Versuch 35. Fehlgeschlagen. Status, Befreiung von Manipulatorarm nicht möglich. Starteversuch 36. Fehlgeschlagen. Pilot. Ja. Pilot. Ja. Brauche Unterstützung. Bin auf dem Weg. Sicherheitssystem scheint hier ein Feind geschnappt zu haben. Weniger Arbeit für uns. Baseline, Position beibehalten. Ihr habt jetzt ein Megaproblem, ihr kleinen Luschis. Ihr habt meinen Freund. Ich will meinen Freund wieder. Haben wir uns verstanden jetzt? Ich komme! Bin sofort auf da! Hui! Ja. Bitte! Pilot, Cooper, falls Sie mich hören, ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. Ja, cool. Ich muss nur noch was besorgen. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hin? Bitte, ich hab meinen Helm! Bitte, ich häng fest! Bitte, ich hab mich verletzt! Ich will nach Hause! Kein Alarm. Ist mir egal, ich laufe irgendwo hin. Wuhu! Pilot, in dieser Anlage wimmelt es von IMC-Infanteristen. Seien Sie vorsichtig. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Ah! Hui! Scheiße, das ist doch für Marvin, sich für ausgebildete Infanteristen. Wow! Wir sind für diesen Einsatz total überqualifiziert. Keine Ahnung. Überqualifizierte Pension! Okay. Das war's mit Überqualifizierten. Wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen.
Ash, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstör den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Blizzard! Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen.